wie kannst du mit dem FZI die Welt verbessern? Da wir Prototypen und Demonstratoren in der Robotik entwickeln, versuchen wir zumindest einen Teil dazu beizutragen, um schwierige Arbeit leichter zu gestalten und Menschen dadurch den Arbeitsalltag zu erleichtern. Wie bist du ans FZI gekommen? Über eine Hiwi-Ausschreibung bei uns am Institut. Und seitdem bin ich quasi hier. Wie oft bist du schon mit einem Coverhemd gekommen? Bisher noch gar nicht, ich trage lieber gestreifte. Inwiefern senkst du den Altersdurchschnitt am FZI? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den so senke, aber ich glaube, ich bin gut im Durchschnitt. Was ist das Tollste in deinem Job? Also man kann sich die Zeit beliebig einteilen, man hat entspannende Projekte und viel Abwechslung. Alles ist dabei. Was unterscheidet dich von einem Klischee-Informatiker? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich mache verhältnismäßig viel Sport. Und ja, das dürfte schon ausreichen. Wie hast du zum ersten Mal vom FZI gehört? Wie schon erzählt, von der Hiwi oder über die Hiwi-Ausschreibung. Warum stehst du morgens gerne auf und gehst zur Arbeit? Es warten jeden Tag spannende Projekte und auch die Arbeitskollegen sind sehr nett und man kann sich immer gut unterhalten und macht Spaß. Was macht dein Büro zu deinem Büro? Da wir erst jetzt umgezogen sind, hallt es noch sehr, wie in keinem anderen Büro. Von daher ist das momentan der ausschlaggebende Punkt. Wie kann man dir deinen Arbeitstag versüßen? Gute Frage, mit wenig Arbeit.